Was ist, wenn auf einmal um die Ecke irgendeine Information rauskommt, wo keiner mit gerechnet hat, so? Du weißt ganz genau Bescheid. Freunde, heute machen wir wieder ein bisschen Reactions, auch zum gegebenen Anlass auch irgendwie. Ja? Es geht ja ein gewisses Thema so richtig krass durchs Internet gerade. Ich glaube, wir wissen alle, ihr wisst alle, wovon ich gerade rede. Ich bin jetzt wieder back in 6-8. 6-8er denn, weil 6-8er denn, weil wir sind ja schon in 6-8, meine lieben Freunde. So. Also, eigentlich wollte ich ja heute einen normalen Stream machen, aber dadurch, dass ich jetzt gleich rausgehe und noch ein paar Videos abdrehen muss, smash it in, motherfucker, habe ich mir gedacht, reagieren wir jetzt einfach nur auf diese ganze Sache mit der Asche-Geschichte, mit der Mäus-Sache und so, ne? Und bevor ich jetzt da das Video anmache und wir uns das zusammen reinziehen, möchte ich einmal noch so ein bisschen meinen Senf dazu geben, ja? Ich habe übrigens Senf immer falsch geschrieben im Thumbnail, das ist mir bewusst und ihr habt mich auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht und ich habe es immer wieder trotzdem falsch geschrieben. Ja, was soll ich dir sagen, Digga? Auf jeden Fall, was ich vorab gerne sagen möchte zu der ganzen Thematik ist, als das Video von Mois online gekommen ist, habe ich schon sofort gesehen, nach 20 Minuten, 30 Minuten sind schon die ersten Streamer, Trolls, Reactor live gegangen und haben darauf reagiert. Und haben dann da schon auch ihren Senf dazu abgegeben, sich eine Meinung gebildet, sagen wir mal so. Und das habe ich auch früher immer alles beobachtet und ich habe es immer mitbekommen, wenn irgendwelche Thematiken in der Öffentlichkeit groß waren, wo jeder seinen Senf dazu abgegeben hat, ich habe das immer mitbekommen und ich bin auch eine Person des öffentlichen Lebens und ich könnte auch immer meinen Senf dazu abgeben, aber ich habe das bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich auch mehr oder weniger vermieden. Mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehen muss und ich weiß auch, was ich dazu sagen muss vorab und das mache ich jetzt hier an der Stelle. Ich mag das nicht, wenn Leute sofort, wenn noch nicht mal ein Gegenstatement gekommen ist, es ist noch nicht mal von der Gegenpartei irgendwas gekommen, kein Wort, kein Mucksmaus, nix. Und es gibt schon wieder 10 Leute, die live gehen und ihren Senf dazu abgeben. Wisst ihr, was ich meine? So ohne zu wissen ganz genau, ohne wirklich hundertprozentige Background-Informationen zu haben, ohne vielleicht auch erstmal die Reaktion abzuwarten, was da kommen könnte eventuell. Ich möchte hier an der Stelle niemanden in den Schutz nehmen oder so, ja, das muss ich auch ganz klarstellen. Ich bin mit niemanden von diesen Leuten, wo das jetzt gerade abgeht, so richtig persönlich irgendwie so connected oder so, dass ich jetzt sage, ich bin parteiisch oder so. Es geht mir grundsätzlich um das Thema, weil es ist mir auch früher schon aufgefallen. Leute sagen was in der Öffentlichkeit und es entsteht eine gewisse öffentliche Meinung, also die öffentliche Mehrheit, die Mehrheit ist auf einer gewissen Seite. Und sobald das der Fall ist, gibt es ganz viele Leute, die ihren Stream anschmeißen, die ihr Handy anschmeißen, die ihre Stories anschmeißen, die alles anschmeißen, um dann ihren Senf dazu abzugeben und auch noch auf dieser Person rumzuhacken, beziehungsweise genau die Meinung zu vertreten, die gerade auch die öffentliche Meinung ist, so. Um dann auch irgendwie so ein bisschen mitzuspielen, um auch Anerkennung zu bekommen, um auch Feedback und Bestätigung zu bekommen. Weil ihr müsst mal so überlegen, diese Leute, die dann online gehen und ihren Senf dazu abgeben, die gehen dann online, weil sie sich auf der sicheren Seite fühlen. Die machen dann eine Reaction, teilweise, ich rede nicht von allen, ne? Ich rede nur teilweise. Teilweise gehen die online nur, weil andere Kanäle auch dazu was gesagt haben. Da geht es gar nicht darum, ob das wirklich deren Meinung ist. Und die Menschen, da muss ich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen, weil das würde ich so niemals machen, weil nur weil jemand anders eine Meinung sagt, musst du nicht auch ein Video darüber machen, weil am Ende des Tages, ne, was auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, am Ende des Tages, was ist, wenn auf einmal um die Ecke irgendeine Information rauskommt, wo keiner mit gerechnet hat, so, ne, die jetzt keiner auf dem Schirm hat oder so. Und auf einmal dreht sich das ganze Blatt und wendet sich das ganze Blatt. Und alle Leute, die ihren Senf dazu abgegeben haben, müssen teilweise ihre Videos offline nehmen. Müssen zurückrudern. Müssen sagen, oh, fuck, hab ich Scheiße gelabert und so. Warum hältst du dann nicht am Anfang erstmal deine Schnauze? Weißt du, wie ich meine so? Warum wartest du nicht erstmal ab, bis überhaupt Feedbacks kommen, bis überhaupt Statements kommen, bis man überhaupt verifizieren kann, was geht da eigentlich genau ab? Weißt du, wie ich meine so? Stecken wir da überhaupt persönlich mit drin? Wissen wir eigentlich gerade, was da abgeht so? Vielleicht steckt da noch was viel Tieferes hinten dran. Vielleicht kommt am Ende irgendwas raus, das irgendwas ganz Krasses ist, so. Weißt du, wie ich meine, so? I don't know.
So, weißt du so? Und dann würde ich mir selbst halt was vorwerfen, wenn ich dann online saß und sag, ey, der ist voll der Pisser, weil der hat das und das so gesagt, aber der macht auf so und so und dies und das und bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Versteht ihr so den Talk, den ich gerade rausgelassen habe? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Also, Freunde, dann werden wir doch einfach mal in das Video reinschauen. Werden mal gucken, was es da noch für Sachen gibt, Informationen gibt. Und werden da dann zu unseren Senf abgeben. Aber der Talk am Anfang, der war mir halt wichtig, dass ich das einmal sage so. Weil ich möchte hier keine Plattform sein, die dazu beiträgt, Menschen zu verurteilen. Egal weshalb oder warum. So, ich habe in meinem Leben, ach komm, das sagen wir gleich noch. Ich habe auch schon selber Scheiße gebaut. Ich habe auch schon Sachen gemacht, wo ich selber sagen würde, wie ich heute hier als Mann sitze, wo ich sage, Alter, das würde ich so niemals machen. Und da habe ich auch mein Wort vielleicht sogar mir selbst gebrochen. So, habe ich schon gemacht, ja. Gab es so Situationen. Aber ich weiß, dass ich niemals einen Fehler zweimal machen werde. So. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der reflektieren kann und aus seinen Fehlern lernt. Weißt du, wie ich meine so? Und ich fand es immer schön, wenn Menschen das mir gegenüber auch so gemacht haben, dass sie mir auch Fehler verziehen haben, dass sie auch zu mir gesagt oder mich so als Mensch behandelt haben, gesagt haben, so jeder Mensch macht Fehler so, wir können dir auch verzeihen, weißt du so? So diesen Menschen war ich immer dankbar am Ende des Tages, dass die, ja, mich nicht verurteilt haben so. Trends Platz 6 sogar, krass. Okay, Freunde, also, was ich jetzt auch nochmal dazu sagen wollte ist, natürlich, wir beschäftigen uns jetzt auch damit, ja, aber ich möchte, wir reagieren auch auf so eine Sachen und wir werden auch auf so eine Sachen in Zukunft unseren Senf dazu abgeben, definitiv, das werde ich mir auch nicht nehmen lassen, nur was ich mir als Aufgabe genommen habe oder was wir uns so als Community als Aufgabe nehmen sollten, ist, dass wir halt bei den Sachen nicht verurteilend an die Sache rangehen, dass wir halt schauen, dass wir menschlich bleiben, dass wir die Informationen erstmal auch annehmen, so, dass wir nicht immer unbedingt direkt sofort eine Meinung zu irgendwas haben müssen, so, wisst ihr, was ich meine? Einfach human, menschlich an die Sache rangehen, so. Alright, ich mache hier noch den Chat ganz kurz auf. Rübst du denn, man? Bro, ich habe lang überlegt, Digga. Ich hatte eigentlich damit aufgehört. Einer schreibt gerade, jeder kennt die Story schon, mach mal was anderes. Nein, Brudi, ich mach das jetzt. Sei dabei, weil dabei ist alles oder lass es bleiben. Es wird auch noch mehrere Streams geben, ja? Also, es wird noch andere Sachen geben. Es sieht danach aus, dass ich zurückkehren muss, Digga. Es ist ein Video. Unsere Kinder werden darüber reden, Digga. Da ist. Out? Sich selbst pushen, na man? Come back in, man. Das ist einfach. Bro, ich wollte es nicht durchziehen. Ich bin halal geworden und so. Aber ich kann nicht schlafen, seitdem ich das weiß. Wenn du mich fragst, Bruder. Hab schon lange keine Mäuse-Videos mehr geguckt. Ist er jetzt immer mit Sonnenbrille am Start, Bro? Rapper it in, man. Von der Street zur Zeit 2020, wer war der Realste? Sag ich dir ehrlich, an einer Stelle Ramo. Ich küsse dein Herz. Grüße gehen raus an Ramo an der Stelle. Was ein Zufall, Digga. Ich war vorgestern in Offenbach bei einem Kumpel was erledigen und dann war der Ramo auch da. Dann habe ich mich hingesetzt, dann hat der Bruder mir Tee gemacht und dann haben wir gesessen, gequatscht, bestimmt 3 oder 4 Stunden. Richtig heftige Deep Talks gehabt, also. Bro, der ist ein echt krasser Mensch und ich hoffe, dass der Bruder auch bald Interviews geben wird, weil meiner Meinung nach Menschen mit so einem guten Herz, die so eine guten, schönen Talks machen, müssen auch Interviews geben, müssen in der Öffentlichkeit reden und müssen das verbreiten einfach so, weißt du? Der ist echt ein sehr schöner Mensch, Digga, so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe. Zufall, Real-Life-Story noch an der Stelle. Ein Tag vorher war Manuelsen auch in Offenbach, auch bei ihm. Die haben einen Song gemacht auch. Ich habe den gehört, Bruder. Und die haben dann über das Video geredet, was wir gemacht haben mit Manuelsen, über dieses mit den Geschichten, inspirierende Geschichten aus dem Islam. Weißt du, was ich meine? Und dann haben die darüber geredet und haben auch einen richtig heftigen Deep Talk gehabt und einen Tag später war ich zufällig dann einfach da so. Also ich glaube nicht an Zufall, so. Ist krass, soll so sein. Wer weiß. Feature it in, man. Auf anderer Seite ist halt unser stabiler Tschetschener. Ich zeige euch heute, was eigentlich Rap ist. Okay, wir lassen diesen Bubo-Content. Wir holen diesen alten Moisto. Ganz kurz, er ist jetzt zurück. Mois macht auch jetzt viel so Blogs, Mocks und so, ne? Es ist 5.30 Uhr, ich kann nicht schlafen. Das muss raus. Leitra, oh! Viele fragen sich wahrscheinlich, Bruder, wer ist das über dein LL? Ich verstehe auch die Frage, dass 90% der Leute ihn nicht kennen, Bruder. Gar kein Front an der...
ich finde, Mois kann man voll gut zuhören, gell? Ich habe mir, wo ich dieses Statement reingezogen habe, wo der über dieses Nice or Scheiß und so geredet hat, wo Bushido ihn da gedisst hatte in der Insta-Story und so, ich finde, man kann Mois angenehm zuhören. Also ich mag das. Auch, dass er nicht dieses stabile Deutsch redet, sondern immer mal wieder auch so ein paar Canic-Wörter zwischen rein droppt und so. Kann ich mir gut geben. Ich habe auch für die Fakten, die wir haben werden, eine Atemmaske, weil es kann sein, dass es mir schlecht wird. Das ist so etwas, du kannst es an Netflix verkaufen. Der Rapper. Okay, ich beginne euch die Geschichte zu erzählen. Er ist jemand, ich habe ihn 4-mal im Leben gesehen. Und ich kenne ihn aus der Kindheit. Wirklich, aus meiner tiefen Kindheit. Als so ein kanakischer Tschetschener auf der Street, gibt es nicht viele Rapper, die auf so, ich bin Tschetschener-Basis rappen. Okay? Neben Bushido und Kool Savas und Azad und so, war auch Asche. Aschko. Krass, aber hat er, also war Asche zu der Zeit schon am Start, wo Bushido und so rausgekommen sind, oder was? Aber man kannte nur halt so dingsmäßig, oder was? So die, man kannte ihn wahrscheinlich dann nur so im engen Kreis unter den Tschetschenern und so, oder? Oder wie war das? Muss man sagen, Digga. Er hat mich mit vielen Liedern mitbegleitet, die über Krieg waren, mit denen ich mich identifizieren könnte. Und dieses Video ist tatsächlich jetzt kein Zerstörungsvideo, aber Bro, du wirst heute gottlos hops genommen, ich sag dir ehrlich, Digga. Haut's, kein Zerstörungsvideo machen, aber trotzdem hops nehmen, na mal. Es wird ein Blockbuster, Wallah, holt euch Popcorn. Kapitel Nummer 1 ist das, was die meisten von euch sich wahrscheinlich fragen. Einer schreibt Leon Lovecock. Bruder, so haben die mich damals schon genannt, die Mädels. Der versprüht Liebe, der Bruder, ja? Muss man Mami fragen. Siehst du, Karma. Ich darf mich nicht lustig machen über sowas. Wer ist Herr Aschenberg? Also ich will ja nichts Falsches sagen, wir zitieren ein paar Lines von ihm, okay? Bin der Neffe vom Kriegsveteran, dein Gesicht wird vernarbt und der Beef wird vegan. Also in seiner DNA ist Krieg. Aus Tschetschenien, wer will reden jetzt? Okay. Die Knockout-Foto, hoch triffst du Tschetschen. Ich glaube langsam, so Tschetschenien ist seine Knastline an der Stelle. In der Tschetschenien. Natürlich an der Stelle. Ich hab Patronen als Szene, ich pumpe Kilos und Steroide, Hormone, Tschetschen. Krass, aber das hört sich auch vom Sound her so an, als ob das richtig oldschool ist, ne? So. Okay, er ist so tschetschenisch, Digga. Seine Zähne sind diese Patronen, Digga. Wenn er dich abbeißt, du explodierst. Und er pumpt sich Hormone in Steroide, die sind auch tschetschenisch. Der Typ, der gemischt hat im Labor, hat gesagt, Bruder, please Tschetschenien. Ey, der Tschetschen ist back, ich hab dein Leben im Griff. Ich pumpe Kilos und halt mich in einem Tschetschen-Gym fit. In meinem Land ist es... Ey, yo, der Tschetschene ist back, ich halte mich fit in einem Tschetschenien-Gym. Also der Gym, den er besucht, es ist jetzt nicht... Der Gym, ja, Mann. ...gemeint, aber er besucht keine Gyms, die nicht Tschetschen... Facecam ist ein bisschen zu groß, yo. Bruder, you need to see my face, man. I don't make it smaller, na, Mann. Sind, weißt du, ich meine? So, also wirklich so, das Tschetschener-Sein von ihm ist wirklich äquivalent. Das ist quasi sein Markenzeichen, würde man sagen. Also so wie bei mir mit Ärschen, oder? Kann man das so sagen? Kann man das so vergleichen, oder bin ich gerade ein bisschen lost? Lost Lock, na, Mann. Was ein Rapper so ausmacht. Wenn ihr sagt, UFO ist Stay High, dann ist der Bruder der Tschetschene, okay? Das ist sehr wichtig zu erfahren, weil er hat sich auf einer Seite ein Image aufgebaut. Hörst du die Handgranaten? Mach Fullscreen. Soll ich mich auf Fullscreen machen? Einfach nur den Ton von ihm im Hintergrund? Auch geil. Doch der Stift ist gezogen. Wascha, der abtrünnige Kaukasus, Giria aus Bochum. Ich bin ein Hustler Tschetschen. Und sie wirklich, in jeder Line begleitet er die Tatsache, dass er aus einem bestimmten Land kommt, was sehr interessant ist an der Stelle. Halb Tschetschen, halb Ukraine, Savavien, trotz Genozid, darum nennt mich Mama Ami Israel. Ihr müsst euch vorstellen, der Bruder hat circa 12 Jahre lang darüber gerappt, dass er Tschetschener ist. Mein Und dann, Onkel, wenn Asche beim Inder essen geht, ist er ein Tschetschener. Nach 12 Jahren Karriere sagt er zum Beispiel hier, halb Tschetschener, halb Ukrainer, wir haben Genozid miterlebt, deshalb nennt mich meine Mama Amir Israel. Und hat eigentlich Mois gesagt, warum er diese ganzen Sachen auspackt, Freunde? Irgendwo habe ich gesehen, glaube ich, dein Update hat irgendwas gepostet mit, anscheinend hat ein Freund von Mois Stress mit Asche, ne? Kann es sein? Das ist das erste Mal, wo ich gedacht habe, Bro, aber der hat mir erzählt, Digga, sein Vater ist Tschetschener, seine Mutter ist Tschetschenerin, Digga. 6 Jahre lang war er in Tschetschenien, wie in die... Mois hat auch so süße Locky-Vibes, ne? Leichte Locky-Vibes hier oben, oder? Locken ihr denn, ne? Interview erzählt. Also bis 89 bist du in Tschetschenien, in Grozny geworden. Ja. Dann seid ihr mit... Ja, warst du ungefähr 6 Jahre alt, 6 Jahre später, 95, bist du dann nach Deutschland gekommen. Ja. '83 geboren.
in Gliwice, Polen. Also wenn dieser Ausweis echt sein sollte, dann hätte er quasi mit Alter und Herkunft gelogen, ne? Sehe ich das richtig? Also ich und der, also was ich jetzt bis jetzt rausspüre, ist halt so, die Hauptthematik ist eigentlich nicht bei den meisten Leuten, was ich mir bis jetzt reingezogen habe, ist nicht bei den meisten Leuten, dass er, sag ich mal, seine Herkunft jetzt verleugnet, so, sondern es geht eher darum, dass er halt seine Herkunft so krass in den Vordergrund stellt in seiner Musik und anscheinend diese Herkunft gar nicht hat, ne? Das ist doch so, dass was bei vielen Leuten mitschwingt, wo die meisten Leute sagen so, fühle ich nicht so. In der Schule Auftritte hatte und ich so Präsentationen machen musste, habe ich genauso vorgetragen. Man achte jetzt auf sein Gesicht. Wie viel hast du aus der Zeit in Tschetschenien mitgenommen nach Deutschland? Kannst du dich noch an einige Sachen erinnern? Ja, ja, okay. Auf jeden Fall. Also bis ich irgendwie 4 war, ist es natürlich schwierig, sich an Dinge zu erinnern. Aber das, was man dann noch weiß, das sind keine schönen Dinge. Sein Geburtsdatum. Es ist halt hart, Digga. Es ist halt echt hart, wenn das nicht stimmt, so. Ich bin immer einer, ich versuche immer Menschen so nachzuvollziehen, ne? Egal welche Menschen, auch wenn die so richtig ekelhafte, abgefuckte Sachen machen, so. Ich versuche immer Menschen nachzuvollziehen. Und ich habe jetzt gerade, versuch mal, also das ist halt hart, wenn wirklich jemand sich in Interviews reinsetzt, vor die Kamera setzt, ein bisschen sogar leicht auf die Tränendrüse drückt und sagt, ey, ich habe hier das und das erlebt, ich war da und da, ich habe so und so, und es stimmt nicht. Das ist halt hart, wenn das so ist, weil bis jetzt hat der Asche eigentlich was dazu gesagt bis jetzt? Asche hat Stress mit dem Kumpel. Ja, hat Asche eigentlich bis jetzt dazu irgendwas gesagt? Gibt's eine Möglichkeit, dass er trotzdem aus Tschetschenien kommt? Also ist es noch offen gerade für euch? Ja, hier. Also bis 89 bist du in Tschetschenien in Grozny geworden. Ja. Der von TV Straßensound fragt, Bruder, erzähl mal was über Krieg, und er sieht dann gekränkt aus. Jani, er will den Zuschauer implizieren und sagen, Bruder, frag mich sowas nicht, ich habe viel Scheiße erlebt, ich bin sehr verletzt, Digga. Was waren deine Erlebnisse in Tschetschenien? Ist auf jeden Fall ein kriegsgeprägtes Gebiet. Ja, definitiv. Also, das ist. Die Leute, die wirklich aus dem Krieg kommen, die wissen ganz genau, warum der Krieg entsteht. Wo du sagst, Alter, ich küsse dann. Bruder, ist halt. Bruder. Ich kann das halt nicht nachvollziehen, weil es über mein Herz nicht rübergehen würde, wenn ich sitzen würde, zum Beispiel, ich erzähle hier, ich sitze über Tod von meinem Vater oder meiner Mutter oder meiner Familie oder weil wir da gereist sind oder hier gelebt haben, und ich erzähle euch Geschichten und versuche damit euch was mitzugeben, so, ne? Und aber das ist überhaupt nicht echt und das ist alles erfunden. Das ist hart, Digga. Ich kann es aber nur nicht nachvollziehen als Mensch. Für ihn selber macht mich das traurig. Dass man halt, muss man, das, also weißt du, wie ich meine? So, ich versuche mich da rein zu versetzen. Was muss mit mir persönlich sein, damit ich mich hinsetze und mein komplettes Leben verleugne und was mir eine andere Persönlichkeit annehme, so. Wie krass muss ich mich selbst hassen oder wie wenig muss ich mich selbst lieben, so. Das macht mich eher traurig, weil ich persönlich jetzt hab keine negativen, ich hab nichts Negatives dadurch, wenn Asche jetzt seine Personality fake, Digga. Dadurch wird mein Leben nicht wirklich negativer, weißt du, wie ich meine, so? Es tut mir eher dann leid für ihn, oder ich frag mich dann halt, was steckt da dahinter, so? Was ist los, Bro? Warum machst du das, Digga? Ich würde dann lieber gerne helfen, so. Weißt du, wie ich meine? Und ich verstehe halt nicht, wie Leute darauf dann das so, sich das vielleicht reinziehen und dann irgendwie aggressiv auf den werden oder so. Fühle ich nicht. Jetzt komm, lass mich dich umarmen. Genau sowas will er bezwecken mit dieser Mimik und mit dem, wie er ist. Aber klare Anzeichen von Lügen, wenn er sich so bewegt, diese Augenbrauen. Einer schreibt, ist mir eigentlich egal, im Rap sind alle fake irgendwo. Die Musik ist geil und die Kunstfigur. Jein, gebe ich dir irgendwie recht, irgendwie nicht. Also das muss halt für jeder für sich individuell. Ich bin ja eine Person des öffentlichen Lebens und ich würde jetzt eine Asche zum Beispiel nicht verurteilen. Ich würde mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, Asche, du bist so und so, du bist nicht real, du bist ein Faker, du bist so, du bist dies. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich andere Menschen verurteile? Erstens. Und zweitens aber, ich kann halt, wenn rauskommt, dass es echt ist, dass es fake war und so, ich bin einer, ich fühle das dann nicht mehr so krass. Weißt du, wie ich meine? Ich fühle auch Bushidos Musik zum Beispiel nicht mehr jetzt. So. Ich fühle halt diese Songs, wenn ich weiß, dass es nicht echt ist, dann fehlt mir diese emotionale Verbindung, und ich bin so ein emotionaler Mensch, ich brauche immer so eine emotionale Verbindung auch zu Künstlern. So. Es ist sehr unangenehm für ihn. Das alles hat mich dann zu einem Entschluss geführt, zu sagen, Digga, er hat hier...
Hast du Arafats Statement dazu mitbekommen? Ja, habe ich auch mitbekommen. Darauf reagieren wir auch morgen. Also wir werden jetzt Step by Step auch natürlich hier so alles chronologisch nacheinander abarbeiten. Aber ich werde mir immer 2-3 Tage Zeit lassen zwischendurch so. Weil ich immer erstmal noch abwarten will, mir meine Gedanken dazu machen möchte, gucken, was ich dazu sage, niemanden verurteilen und so. A gesagt, hier sagt A B. Und dann hatte ich Bock zu recherchieren. Dann wurde ich Detektiv Conan, Digga. Dann bin ich rausgestanden. Dann habe ich mir die Lines nochmal angehört und es geht nochmal, auf gar keinen Fall, über irgendeine Herkunft und so. Es ist scheißegal. Es geht einfach nur um ein Image, der aufgebaut wurde. Zum Beispiel, wenn ein Sinan G sein Leben lang sagt, ich war im Knast, und es kommt morgen raus, er war nie im Knast, dann war seine ganze Karriere und alles, was ich gehört habe, einfach eine Lüge. Weil das ist nicht real. Du kannst so hart rappen, wie du willst. Genau. Man kann, es würde dann Menschen geben, die die Musik trotzdem noch fühlen. Aber so einer wie ich zum Beispiel würde dann ein Sinan G nicht mehr fühlen, wenn ich weiß, der war nicht im Knast. So. Kann sein, dass er mal 1-2 Songs macht, wo ich sage, ja geil. Aber so insgesamt als Kunstfigur, ich mag auch noch so Fan von einem Künstler zu sein. Nicht nur von einem Song oder von einer Playlist oder so, sondern von Künstlern. Und da ist es mir dann schon wichtig, dass die auch real sind. Weißt du, wie ich meine so? Aber das hart gerappte sind einfach Märchen, die du erfunden hast. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie könnte ich rausfinden, wer der wirklich ist? Weil auch die Tschetschener-Freunde, die ich kenne in diesem Kreis, weil, Digga, NRW ist ja klein. Ich glaube, hier gibt es 30 Leute von uns. Wenn irgendwer furzt, alle rufen sich an und sagen, Bruder, wer hat der Furz gerochen? Weißt du, ich meine, das ist, Bruder, man weiß einfach alles. Und Asche ist so einer, der hat sich reingesneakt und uns immer Tee gebracht und so. Und wir haben uns immer geschämt zu fragen, woher der kommt. Das ist halt schon eine harte Aussage, Digga. Der hat sich reingesneakt, hat uns immer Tee gebracht und so. Das sind schon harte Dinger, harte Bretter so. Harte Bretter. Weil der hat kein einziges Wort Tschetschenisch verstanden, Digga. Nicht ein Wort Amanakodum. Entscheiden, was uns lieber wäre. Ich bin hier groß geworden, alles ist so anders hier. Ich habe gelernt, man muss sein Schicksal einfach akzeptieren. Okay, hier impliziert er den Zuschauern ganz genau, ich bin geboren. Da und da und ich bin von da und da geflohen. Er erzählt ja seine Wurzeln in seiner Musik ganz genau. Er hat sein ganzes Leben. Was ist denn, wenn am Ende das alles ein Prank ist? Was ist denn, wenn zum Beispiel der Pass gefälscht war? Oder wenn keine Ahnung, Moistes geprankt hat, aber das glaube ich jetzt am Ende des Tages nicht mehr so. Das sind alles Sachen, die noch passieren können, ne? Also bis jetzt, es fehlen noch Informationen meiner Meinung nach so. In der Musik erklärt, aber er hat nie gedacht, dass das jemand zusammenzählt oder dass er so wichtig ist, dass jemand sich die Mühe macht. Das Ding ist, er ist nicht so wichtig, aber ich werde niemals jemanden durchgehen lassen. Der ist doch 100 pro leicht high, wieso sonst die Brille? Ich glaube nicht, also ich glaube einfach, dass Mois sich langsam dieses Künstler-Image halt so ein bisschen mehr aufbauen möchte so und deswegen halt immer mit jetzt mit Ketten, Rollies und Sonnenbrille und so, da sitzt damit das halt und es hat auch einen Effekt. So, es hat einfach einen Effekt. Es ist so, es kommt dann krasser so für manche Leute. Für mich jetzt nicht, aber für manche. Der seine Zuschauerschaft 13 Jahre lang anlügt, weil was jetzt rauskommt, Digga, ist krass. Wo ich dann gehört habe, dass er sagt, dass ich halb das bin und dann verabschiedet. Und ich muss sagen, der Drip flext dass auch. Dass ich mit Salam, Shalom, Lehit Ra'o, das ist so auf Hebräisch, glaube ich, auf Wiedersehen, okay? Dann dachte ich, Digga, hä? Weil ich, Bruder, er kann von mir aus sein, wer er will. Aber dann überlege ich über diese ganzen Lines, war das alles eine Lüge, Digga? Und ich kenne zufällig, ich werde seinen Namen nicht nennen, seinen Videografen, der gerade seine Videos macht. Ich habe ihm gesagt, Abi, bestell mal was. Komischerweise, wenn Asche irgendwas bestellt, er bestellt es immer auf sein Studio, nie zu Hause. Und ich habe gesagt, Bruder, bestell mal etwas auf seinen Namen, damit du es mit seinem Pass abholst. Oder dass er wenigstens dem Postboten Pass zeigt. Und Digga, wir haben den Pass hier. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, ja. Also das verstehe ich nicht, bestell die Story. Bestell mal etwas auf seinen Namen. Bestell mal etwas auf seinen Namen. Warte mal. Der gerade seine Videos macht. Ich habe ihm gesagt. Okay, er hat seinem Videografen gesagt, bestell mal was auf Asches Namen. Bestell mal was. Komischerweise, wenn Asche irgendwas bestellt, er bestellt es immer auf sein Studio, nie zu Hause. Und ich habe gesagt, Bruder, bestell mal etwas. Zum Videografen. Auf seinen Namen. Auf Asches damit Namen. Damit du es mit seinem Pass abholst. Damit du es mit seinem Pass abholst. Und dass er wenigstens den Postboten Pass zeigt. Und Digga, wir haben den Pass hier. Solche. Okay, und wie habt ihr jetzt den Pass bekommen? Habt ihr jetzt zu Asche gesagt, ey, gib mal den Pass her? Weißt du, was ich meine so? Ich muss ein Paket abholen. Hat er den dann gegeben? Er weiß doch eigentlich, dass der Pass fake ist. Warum würde er dir dann den Pass geben? Oder hat der Postbote, habt ihr den Postboten abgefangen? Habt dem Postboten gesagt, ey, mach mal ein Foto von dem Pass, wenn der Postbote kommt? Und dann haben wir einen Screenshot. Oder wie war das? Das ist krass. Das ist richtig krass, Digga. Das Handy ist hier kaputt, aber das Foto hier, oder?
ist krass. Also nicht, dass ich seinen Pass habe, okay, ich habe nur ein Foto davon. Okay, wie hast du das gemacht, Bro? Weil wir brauchen das schwarz auf weiß, ich will hier nicht leer reden, Bruder, ich will jetzt niemandem seinen Hack wegnehmen oder so. Hack in den Man. Weil ich will auch, dass Ehrlichkeit durchgeht. Wallah, Bruder, egal wer da draußen ist, ob du UFO bist, Case. Mois ist gut mit dem Videograf, 1 plus 1 ist 2. Ja und? Und das heißt jetzt, dass Asche dem Videografen safe den Ausweis gegeben hat und der Videograf dann ein Bild gemacht hat oder was? Aber wenn Asche doch weiß, dass sein Ausweis fake ist, dann wird er auch seinem Videografen nicht den Ausweis geben. You know what I'm saying? Rebel, wenn ich irgendwann merke, dass du mit Lügen dein ganzes Geld machst, egal wie viel Bibi-Blogs ich mache, ich komme aus nichts und zerstöre euch. Weil so bin ich groß geworden. Das ist meine Leidenschaft eigentlich. Deutschrap war tot und es gab nichts zu kitzeln, Digga. Aber das ist sein, ist sein Ausweis. Der läuft am 22.12.2020, also jetzt ist er abgelaufen. Deshalb seht ihr auf dem Foto, ist das ein Ausweis? Der läuft am 22.20. Ich will ja reden, Bruder, ich will jetzt niemandem seinen Hack wegnehmen oder so. Aber ich will auch, dass Ehrlichkeit durchgeht. Wallah, Bruder, egal wer da draußen ist, ob du UFO bist, Casey Rebel bist, wenn ich irgendwann merke, dass du mit Lügen dein ganzes Geld machst. Okay, Bruder, er sagt jetzt, wenn ich irgendwann merke, dass du mit Lügen dein ganzes Geld machst, dann werde ich dich auseinandernehmen, Bro, aber dann könntest du selber wahrscheinlich gar keine normalen Videos mehr drehen und auch keine Musik machen, weil dann müsstest du eigentlich 24 Stunden nur Expose-Videos machen, Bro, weil 80% der Rap-Szene alles gelogen und erstunken ist. Bruder, kommt doch alles Step by Step gerade raus, weißt du, was ich meine? Egal wie viel Baby-Blogs ich mache, ich komme aus nichts und zerstöre euch. Weil so bin ich groß geworden. Das ist meine Leidenschaft eigentlich. Deutschrap war tot und es gab nichts zu kitzeln, Digga, aber das ist sein, Digga. Ich würde sagen, konzentriere dich lieber auf dein Shit, Bro. Du machst geile Videos, hast geiles Haus dir gebaut oder Wohnung oder was auch immer. Hast jetzt Kinder gekriegt, Bro. Bringst jetzt Klamotten raus, machst gerade Musik weiter und so. Gib da Gas, Mann. Scheiß auf die alle. Das ist eh nur ein Spiel. Ist das ein Ausweis? Der läuft am 22.12.2020, also jetzt ist er abgelaufen. Deshalb seht ihr auf dem Foto den wahren Bruder, wie er davor ausgesehen hat. Weil brisant ist, er hat eine Geschlechtsumwandlung zum Tschetschener gemacht. Weißt du, ich meine, weil er heißt eigentlich Aschenberg Christoph Konrad, Digga. Paar Anrufe, Telefonbucheinträge, rausfinden, wie Vater heißt, rausfinden, wie Mutter heißt, Bruder. Und er stellt sich raus, nicht ein Stäubchen und ein Korn in seiner Generation hatte je was mit diesen Tschetschenien zu tun. Boah, das ist hart, Digga. Bro. Das ist krass, Digga. Bro, ich Also wenn das so stimmt, alles eins zu eins, dann ist das sehr hart, Digga. Dann ist es wirklich hart, Mann. Weil, ja, wir haben ja schon tausendmal unseren Senf dazu abgegeben. Ist halt krass, wenn man sich... Das näher betrachten, okay? Ich weiß nicht, ob er jetzt so krass ist und mich anzeigt oder so, aber das ist das wert, Digga. Wenn das Video gelöscht wird, dass es runter verbreitet ist wie Virus, Digga. Er sagt in diesem Interview, wie Gott es wollte, er sagt alles selber. In diesem Interview sagt er Geburtsort Tschetschenien, Grozny, an diesem und diesem Jahr. Also bis 89 bist du in Tschetschenien, in Grozny geworden. Yeah. Dann seid ihr mit, ja, warst du ungefähr 6 Jahre alt, 6 Jahre später. Pass, 30.05.1983. Amanakodum der Abi ist einfach 40. Bruder, ich hab den mit 14 gehört. Ich bin jetzt 29, Digga. Wie ist der auch 30? Ja, okay, da hätte man auch früher drauf kommen können. Also immer so eine offene Frage, aber man hat sich geschämt, ihn zu fragen, weil er spricht kein Wort Tschetschenisch, kein Wort Russisch. Und das ist immer so eine ruhige Atmosphäre, wenn man sich trifft bei dem so. So, Bruder, sprich dich da an, ich glaube, du verletzt ihn, wenn du was fragst, mäßig. Deshalb sagt er, Bruder, sag für Ladiger, ich sag nichts. Weißt du, ich meine? Man hinterfragt das nicht einmal. Und das Ding ist, Geburtsortiger, da wird's jetzt spannend. Der Geburtsort, weil er, erinnert ihr euch das Lied, wo ich Gänsehaut hatte und geweint hab, Digga? Er hat über einen Track gerappt, Mann. Und jeder da draußen weiß, dass ich einen sehr guten Freund und Cousin hatte aus Tschetschenien. Wir hatten beide am selben Tag Geburtstag. Und ich habe auch eine Line darüber gebracht. Und auch ein Video darüber gebracht, eine Real-Life-Story. Wegen einer wichtigen Tatsache. Asche hatte mal einen Song über Krieg. Okay, ich blende euch diesen Song mal ein. Die Zeit vergeht im Flug, ich hab das Lachen satt, weil ich dich damals ohne Tschüss zu sagen verlassen hab. Man hat mich nicht gefragt, ich war noch klein, als der Krieg ausbrach, muss ich gehen, ganz allein. So, ich bin vom Krieg geflohen, mein Dings ist gestorben, dies, das, jenes, okay? Wir wollten wirklich nicht, doch wir flohen vor Konsequenzen. Ein scheiß verdammter Krieg nimmt deine Kindheit weg. Stirbt dein Freund, weil er auf Minen in einem Spielplatz trifft. Am nächsten Tag sitzt du im Zug unter Tränen, weil du los musst. Und der letzte Kuss von Mama ist durch Zugfenster ein Luftkuss. Bruder, Geburtsort? Gleiwitz, Polen.
Hör mir kurz zu. Wallah, gar kein, es ist mir scheißegal, woher man kommt, Bruder. Aber stellt euch einfach vor, von heute auf morgen stellt sich raus, Anis in meinen Videos ist Dilara, also Nadim, er verstellte Stimme. Das Kind ist ein Enkel von Sinan, das andere Kind ist ein Neugeborenes von Schwester von Attila, okay? Und das ist das Spiel, wie ich meine Familie spiele, 14 Jahre lang. Und das zieht er einfach durch. Er hat einfach von heute... Am Ende hat es mich trotzdem unterhalten, deine Videos, Bruder. Weißt du, was ich meine? Wie viele Rapper erzählen Fake-Stories, Mann? Ich will nicht wissen. Also ich kann mir vorstellen, dass die ein oder anderen Songs auch über Mutter und über Kinder vielleicht sogar nicht so gemeint sind. Einfach nur gemacht wurden, damit die halt irgendwie, I don't know, den Nerv der Zeit treffen oder das, weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine so? Es ist schwer. Ich muss da mit zweischneidigen Vibes an die Sache rangehen, weil man kann es immer mit, also eine Medaille hat immer zwei Seiten. Man kann es von der Seite oder von der Seite sehen. Ich finde am Ende des Tages immer wichtig halt, hat ein Mensch anderen Menschen was Böses angetan, dann würde ich zum Beispiel jetzt gegen diesen Menschen reden. So. Wenn er mir nichts Böses getan hat oder anderen Menschen nichts Böses angetan hat, dann ist es zwar krass und es ist kacke und man kann sich natürlich auch darüber aufregen, vor allen Dingen, wenn man irgendwie persönliche Bindung hat oder so. Aber ja, mehr ist es auch nicht, weißt du? Auf morgen gesagt, ich bin stabiler Tschetschener, Digga, und durchgezogen. Also es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so extrem, wie viele es so aufbauschen, finde ich. Durch die Stadt, mein Rücken ist tschetschenisch, du kannst mir nichts machen. Die Zeit vergeht im Flug, ich hab das Lachen satt, weil ich dich damals ohne Tschüss zu sagen verlassen hab. Vielleicht ist er auch einfach ein guter Textschreiber, so, weißt du, ich meine? Vielleicht kann er trotzdem die Vibes, ich meine, wenn er in dir ausgelöst hat, dass du weinst, hat er trotzdem in dir eine Emotion ausgelöst, die du dann rausgelassen hast. Ich meine, das ist passiert. Das ist so oder so passiert. Das kannst du jetzt nicht mehr wegnehmen. So, ob er jetzt von da kommt oder nicht, es ist passiert schon. Nur so ein paar Gedankenanstöße. Man hat mich nicht gefragt, ich war noch klein, als der Krieg ausbrach, musste ich gehen, ganz allein. Hier impliziert er ja den Zuhörer ganz klar, dass er ein Kriegskind ist. Und Krieg ist für mich keine lustige Tat, Digga. Für jemanden, der Krieg erlebt hat, ist das sehr hart, okay? Und wenn er solche Lines hört, kriegt man Gänsehaut. Es ist okay sogar, wenn man in imaginären Welt Lines erfindet, okay? Über ich fick den und den und den weg. Aber wenn es Themen sind, wo wirklich von Leuten Leute gestorben sind, zum Beispiel von meiner Familie sind sehr viele Menschen gestorben, Allah irhamo. Und wenn ich solche Lines höre, das nimmt mein Herz zurück. Ich bin in Österreich, da... Ist halt auch nochmal eine andere persönliche Bindung, muss man auch verstehen, ne? Die Bindung, die Mois mit Asche hat oder was da in der Vergangenheit passiert ist oder vielleicht auch mit Mois, seinem Kollegen und so, das ist viel intensiver, viel tiefer, viel emotionaler als jetzt bei uns zum Beispiel oder bei mir, der sich das gerade reinzieht. Understand? Das noch, wo ich mit Kollegen zusammen sehr viel gemacht habe. Das ist ein Geschenk von Kollegen, als mein Sohn geboren wurde. Ihr könnt euch zum Beispiel vorstellen, wie gut wir damals waren. Mein Sohn ist geboren, er ist nach Türkei gegangen. Ich habe mich immer gewundert auch, warum Kollege, also weil die waren ja richtig dick, Bruder. Ich weiß noch eine Zeit lang, die waren ja jeden Tag 24/7 zusammen. Ich habe mich immer gewundert, warum, was da los ist bei den zwei. Man hat das extra anfertigen lassen und hat darauf die Eier geschrieben über Saifullah, okay? Und ihn selber krasses gezeichnet Geschenk. Auf iPad, okay? Wie er sich vorgestellt hat, wie mein Sohn aussehen. Voll das schöne Geschenk, aber ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Das heißt, in der Zeit war der einzige Freund von Kollege ich und von mir eigentlich auch. Wir waren sehr eng damals. Und ich höre so einen Rapper, der heißt Asche. Aus meiner Kindheit kenne ich ihn. Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Jeder Tschetschener kennt ihn. Ich kenne Tracks wie Wenn die Sonne nicht mehr scheint, ist das Armageddon. Das ist krass, Digga. Ich wusste gar nicht, dass Asche schon so lange Musik macht. Und ich habe auch echt gedacht, dass er jünger ist, jo. Wenn der Letzte nicht mehr rappt, ist das Beton im Flow. Daba, daba, daba. Die hatten sogar zusammen einen Twitch-Kanal. Ja, Mann, stimmt, Digga. Das ist Geronimo-mäßig. So jeder Track, Bruder, war in meinem Kopf. Das Ding ist, als man das dann rausgefunden hat, weil man ist ja trotzdem Kollege, Bekannter, man kannte sich, Digga. Und jetzt kommt so eine Geschichte, wie kannte man sich? Wie kam das Signing von Kollege zustande? Zu der Zeit, wo ich extrem gut mit Kollege war. Ich war in Österreich und ich dachte, ich bin jetzt jemand, ich bin erfolgreich. Und ich möchte mindestens jemanden mitnehmen mit meiner Reise, den ich in meiner Kindheit gefeiert habe. Und voila, das war Asche. Ich habe ihn mit Herz gegönnt. Kollege sagt, ich suche neues Signing, dies, das. Wäre geil, wenn es jemand stabiler ist. Ich kenne Asche keine Minute, Digga. Okay, privat kenne ich ihn nicht. Ich kenne ihn nur von seinen Liedern. Schreib ihm, Bruder, wir haben so eine Möglichkeit. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich werde Kollege sagen, ich kenne dich seit 12 Jahren. Ich lege meine Hand für dich ins Feuer, okay? Und der wird dich sein. Ich komme extra von Österreich. Wieso, Digga? Gleich dahin. Wenn man mir nicht glaubt, Digga, ich habe hier 4 Handys mit Chatverläufen von Call. Egal was, Bruder. Ich fahre nach Deutschland, Düsseldorf, Hyatt Hotel. Das ist die erste Minute. Wieso sagt der, warum lügt der Kollege an, ja?
wo ich Asche treffe. Ich gebe in Hand, sag Salam alaikum auf die Change, Moro. Das ist doch kacke, das kann doch voll am Ende auf dich zurückkommen, Bro. Das, die Kusse, brr. So, okay, als ob so, ich dir zwei Wörter beibringe und du sagst dir genau so. Und ich denke, Bruder, ich will mit dem reden, aber wir haben schon einen Termin. Wir gehen rein, ein Kollege wartet schon. Und ich sage am Tisch original eine Sache. Ich sage, guck mal, Kolle, in deinem Label haben dich Leute verraten. Aber das ist jemand, ich kenne den seit 12 Jahren. Ich habe gelogen, Bruder. Wallah, Kolle, wenn du das siehst, ich sage dir, ich habe gelogen. Boah, Digga, das ist voll schlimm, Digga. Ich schwöre, das ist schlimm, Bruder. Wir haben zusammen ein Foto gemacht. Digga, ganz ehrlich, oha, Bruder, das schickt mich gerade noch mehr als alles andere gerade, ja? Sag ich dir ganz ehrlich, Bro. Wenn ich überlege, wenn ich mein einer meiner Geschäftspartner, der auch mit mir aufgewachsen ist zum Beispiel, ich bring den einen Jungen, ich sag, ey, guck mal, der arbeitet jetzt mit uns zusammen, ich sag dem, Bro, ich kenne den seit 12 Jahren, wir können ihm vertrauen. Und der Junge fickt uns am Ende ab, Digga. Was bin ich dann für ein Mann, Bruder? Weißt du, was ich meine so? Dann hab ich ja meinen Bruder verarscht quasi so. Weiß nicht, Bro, das ist so eine Sache, Digga, da... Weil man vertraut sich ja, weißt du? Also so wie es angehört hat, so Kollege und Mois, der hat ihm das Schwert geschenkt, die waren ja richtig Bros, so Best Friends mäßig, so, weißt du? Und dann jemanden, und auch noch sein Label und so, da ist ja auch Geld, Money und so, das ist ja auch ein krasses Risiko. Auch für dich selber dann, damit, weißt du, du musst ja auch selber, wenn du dann sagst, ey, ich stehe da mit meinem Leben dahinter und wenn irgendwas passiert, dann bist du ja auch der Gearschte, weißt du, was ich meine? Oder sehe ich das gerade falsch? Weil er eine Kindheit mit Musik begleitet hat, die haben gleiche Vergangenheit und es sich doch im Endeffekt ausgezahlt. Ja, Bruder, aber wenn du kannst ja nicht einen Freund von dir anlügen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, Digga. Bruder, an diesem Tag, wo er gesigned wurde, und er hat dieses Foto einfach archiviert, 2 Wochen später, als ich ihn angesprochen habe, vor ein paar Tagen darauf, so was das für ein schwuler Move war, hat er es wieder on. Außerdem kennt er ihn halt 12 Jahre, halt durch Musik. Ja, aber durch Musik kannst du ja nicht deine Hand ins Feuer legen, weißt du, was ich meine? Nur weil du seine Musik kennst, kannst du ja nicht sagen, Bruder, ich kenne ihn seit 12 Jahren, ja, nicht von Kindheit und dies, das, ich leg meine Hand ins Feuer, so, der wird keine Scheiße bauen. Danach sieht man ja das Foto. Aber da geht doch wahrscheinlich jeder ein bisschen anders mit um, so. Nur ich persönlich war so Ding. Also ich hätte da auf jeden Fall anders gehandelt. Alpha hier. Ich hätte einfach ehrlich gesagt, ich kenne ihn musikmäßig seit 12 Jahren, so mäßig, der ist krass. Hier hast du Bock, den zu sein. Ich kenne ihn aber nicht persönlich, nicht, dass du denkst. Gesandt, aber er hat noch nie öffentlich eine Sache dazu gesagt. Danke, mein Bruder Mois, dies, das, jenes. Nicht eine Sache. Normalerweise, wenn dich jemand vermittelt, ist das, wenn es ein Allmann ist, Digga, oder wenn es ein Fremder ist und der vermittelt dir etwas, ist es ganz normal, dass du ihm 20% gibst, mindestens. Ja, auch wenigstens auch so, ne, auch die Props geben, so, finde ich auch. Weil ohne ihn hättest du nichts, Bruder. Ohne, wenn ich sage, ich lege meine Hand ins Wort, stell dir vor, er wäre ein Bastard und hätte Kollege hintergangen. Hier schreibt gerade einer, ja, Ding, stimmt schon, aber hätte auch so gemeint, gut gemeint sein von Mois, so, kann auch sein, vielleicht hat er ja irgendwie eine gute Intention verfolgt, Bro. Aber, ja, keine Ahnung. Aber er hat sich auch entschuldigt, er lernt wahrscheinlich daraus. Ich wäre gefickt, Bruder. Ich habe für ihn Sprache eingelegt, okay? Und stellt euch vor, jetzt Monate später, nachdem ihr... Du hättest aber auch keine Sprache für ihn einlegen dürfen, meine Meinung nach. Christmas-Track in Story postet, befasst ihr euch wieder mit seiner Musik, weil er dachte so, Digga, eigentlich nice. Wallah, ist ja auch nice, okay? Dann habe ich den Track mit Kollegen gehört, wo er dir Salam Shalom Leitra'o sagt. Und so kam ich auf seine Identität, okay? Und das Wichtige an dem Ganzen ist, dieses Image, was er sich aufgebaut hat, macht jetzt ein Kapitel. Bruder, die Kette flext schon hart, ne? Seid ehrlich. Wie hart ist Aschenberg? Und wir müssen uns jetzt ein paar Lines anhören. Yeah, jeder von euch scheißt sich ein vor einem Gespräch. Ihr habt alle Eier durch Internet-Anonymität. Okay. Schick mir über WhatsApp dein Standort. Ich komm vorbei und ficke deine Mutter bis nach Sanford. Dann hätte Kollege bestimmt nicht Ja gesagt. Mois wollte einfach nur sein... Anteil, deswegen hat er auch gelogen, um Hack zu bekommen. Ja, egal, Hack, Bruder, keine Ahnung. Menschlichkeit über allem, Bruder, über Hack, über Internet, über Fame, über was weiß ich, über Lügen, über Herkunft, über alles, Bruder. Menschlichkeit und Liebe, Bro. So, damit man in Lines wieder vorschießt, ist es ganz wichtig. Jasko, ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich finde... Ja, Bruder, nicht, aber auch nicht beleidigen ist auch nicht cool. Weißt du, ich meine so, keine Ahnung, Bruder. Jeder muss am Ende des Tages selber wissen, was er macht, was er vertreten kann, um am Ende des Tages noch im Spiegel gucken zu können. Weißt du, wie ich meine so?
Keine Ahnung, mein Bro. Wir müssen uns darüber ja auch nicht aufregen. Wir müssen einfach nur in unserem Leben das Beste versuchen. Nicht, dass der Zuhörer zum Beispiel... Ich sag tausendmal, weißt du, was ich meine gerade, gell? Der Rapper Shindy oder egal wer denkt, ja, nee, wieso schießt er gegen mich? Ich kapiere Lil Ano seine Notenzöpfe. Die Straße trägt Klappmesser, keine Puppenköpfe. Dann fragt ein Rapper, weil die meisten Rapper sind Schlampen. Und die Schlampen haben Zuhälter. Und diese Schlampe fragt dann seinen Zuhälter, Digga, hat diese Schlampe einen krassen Zuhälter? Also das ist halt die Frage, okay? Und so ist die Politik im Rap-Game. Zum Beispiel hier, Asche hat DJ Ganji mit Tschetschenen gedroht. Okay, Sadiq erzählt zur Geschichte zum Beispiel. Du Ehrenloser, was gehst du am Telefon ab? Märchenopa, der Tschetschen schlachtet Bärenkusch. Bruder, aber seine Stimme und auf dem Beat, Digga, ist dieser Song, ich feier den Song, Alter, Digga, ist schon hier nett, auch die Bruder. Betonung natürlich, woher man kommt, damit der Zuhörer weiß, Bruder. Du Ehrenloser, der Tschetschen schlachtet Telefonsa, der Kürnesota, mit deine... Ja, Bruder, was soll ich dir sagen, Alter? Mal gucken, Bruder, ob ich mir den noch pumpen... Ja, ich weiß ich nicht. Antworte mir nicht. Auch gar nicht böse gemeint. Jetzt guckt mal meine Nase an. Nase ist jetzt ein sehr wichtiges Thema. Sieht man meine Nase? Bruder, das ist, mashallah, eine sehr große Nase. Okay, das ist eine sehr große Nase. Stabil, feier ich. Habe ich eigentlich auch eine große Nase? Ich glaube schon, gell? Oder? Verhältnismäßig, Mann. So. Aber ich habe auch einen großen Kopf und einen großen... Jaro, na Mann. Und mit einer großen Nase kommt noch eine große Verantwortung unter der Hose, okay? Und was ich sagen will, Digga, wenn es in NRW jemanden gibt, der dafür berechtigt wäre, eine Nasen-OP zu machen... Fast schon jüdisch, schreibt einer. Dann wäre das ich und Farid Bank. Weil, Bruder, Farid no front, aber die Nasen, die... Ich bin zu 5% aztekischer Jude, kann das sein? Wie spricht man das aus? Ich habe ja so ein Einfach DNA-Test machen, na Mann. Wir haben, mashallah, okay? Und Asche hatte auch sein Leben lang ein chirurgisches Aussehen und Nasenproblem. Weil, wie ich ihn jetzt analysiert habe, hat er eine Persönlichkeitsstörung, Bruder. Er fühlt sich in seiner Haut nicht wohl. Es ist ja nicht so etwas wie eine Frau geboren in Körper eines Mannes und umgekehrt. Und Asche ist wahrscheinlich ein Tschetschener geboren im Körper eines Polen. Dafür hat er sehr viel Geld gespendet, weil Asche sah 2005 so aus, 2010 so, 12 so, 14 so und heute so. Und ich schwöre, wenn ich mir diese Bilder anschaue, das sind immer andere Menschen, Digga. Weißt du, was ich meine? Ich hab's jetzt gar nicht so krass Dings gehabt hier, warte mal. 14 so und heute so. Im Körper eines Mannes und Mannes. Dafür hat er sehr viel Geld gespendet, weil Asche sah 2005 so aus. 2005? Okay, das waren aber auch die Zeiten, wo man so aussah. No front. 2010. So. Ihr seht es jetzt nicht, aber es ist... 12 so. 14 so und heute so. Und ich schwöre, wenn ich mir diese Bilder anschaue... Was hat der dann alles machen lassen? Das sind immer andere Menschen, Digga. Weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, wie viel Geld draufgegangen ist. Nosy-Vibes oder das was? Das ist wirklich nicht. Hier haben wir zum Beispiel Seitenprofil seiner Nase von dem Interview. Man, gib mir dem Zinky-Vibes, man. Zinky den Motherfucker. Vor 5 Jahren, wo er sehr schicksalhaft über Krieg erzählt hat. Und hier haben wir die Nase, als er gesigned wurde bei Alpha. Okay? Und jetzt blende ich euch die beiden Nasen hintereinander ein. Und es ist unmöglich, dass da nicht 20 cm weg sind, okay? Das war jetzt vor 2 Jahren, müsst ihr im Kopf. Okay, na, ich persönlich, Alter, ich bin auch ein hässlicher Dude so, an ein paar Stellen, weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt auch nicht gerade so der Hübscheste, ich habe auch ein bisschen schiefen Kiefer, meine Nase ist nicht so nice, Digga, keine Ahnung, manchmal Pickel und so, ich scheiß drauf, weißt du? Ich will einfach nur einen guten Körper haben, das ist für mich das Wichtigste. Aber, Bruder... Weiß nicht, Alter, wenn es Menschen gibt, die damit echt nicht klarkommen, so, das ist jetzt für mich keine Sache, wo ich jetzt sage, Bruder, du bist nicht mehr real, wenn du eine Nasen-OP machst, weißt du? Ich würde es selber nicht machen, aber, ja. Oh, der Grund, die Intention ist halt immer das Wichtige, deswegen ist es jetzt gerade so extrem wichtig, was der Asche dazu sagt. Warum hast du es gemacht? Und seine Wörter können alles verändern. Chef, ich bin die Nase Anfang des Jahres, wegen zieh viel Courage, deswegen kann mein Album auch nicht raus, zuwider der Planung. Er hat versucht zu dribbeln, er ist schlau, Bruder. Er sagt, brech mir meine Nase wegen Zivilcourage, aber... Aber finde, Asche sieht wie 37 aus, Leon. Ja? Echt?
Ich zeige euch gleich nochmal einen kleinen Insider. Es ist dumm, Bruder, er sagt Anfang des Jahres, damit er Album verschieben kann. Okay? Anfang des Jahres ist, sag mal, Jahr 1.2020, okay? Dieses Foto, als er gesigned wurde, ist noch immer 2019. Und dieses Interview ist noch immer vor 5 Jahren. Das heißt, er hat immer Probleme mit seiner schönen Nase gehabt. Was denkst du, wie lange ist die Aufnahme bis jetzt? Wie lange ist die? Was denkst du? 30 Minuten. 43. Boah, Bruder, das ist Leben und Tod von Aschenberg, Digga. Der Arme. Okay, es gibt wirklich zu viel über ihn, Digga. Ich sag euch ehrlich, diese Hip-Hop-Szene ist einfach gay. Ich hab euch einfach gesagt, das ist der härteste Rapper, angeblich so, der jetzt gerade existiert. Also von Street-Ability her. Und der, Digga, der ist einfach ein Bluffer, sein Vater. Er ist, Bruder, ich will ihn. Das ist krass, Digga. Wenn es wirklich real ist, wenn es rauskommt, dann wisst ihr ja. Ich meine, wir haben schon diese Beispiele alle reingedrückt bekommen. Ne? Wir hatten ja auch jetzt, das ist gar nicht so lange her, wo wir jetzt quasi jemanden, der vor Gericht gerade ist, haben, der sein ganzes Leben eigentlich gelogen hat. Seine ganze Rap-Karriere erlogen und erstunken ist so. Ne? Vielleicht sollten wir daraus was lernen. Den wirklich treffen, 3 Wochen lang. Be unique, motherfucker, stay real. Um ihm das zu erzählen, privat mit ihm reden und in Hand geben, Bruder. Ich wollte in Hand geben und sagen, wallah, Respekt, Bruder. Weil das ist heftig, was er durchgezogen hat. Das ist krass, er hat seine ganzen Schulfreunde eliminiert aus seinem Umfeld, damit die nicht sagen, das ist Christian, Digga. Sehr krass, stell dir vor, sogar ein Rin, wo du sagst, er kommt in deinen Burger oder eine Babsi oder egal, wer gedisst wurde. Die sind einfach viel krasser als du, alle, jeder. Eine Big Moms J ist viel kredibiler als du. Big Moms J, aber. Weil sie von Anfang an sagt, ich bin Big Moms J. Verstehst du? Digga, wenn ein Kollege auf Zuhälter macht oder ein Bushido auf Gangster, nimmt das doch keiner für voll. Aber Asche hat einfach komplett eigene Identität verändert, Bro. Ja. Ja. Na, Bruder, bist du dir. Ist dein Ernst? Ist dein Ernst? Ich weiß ganz genau, dass voll viele Leute das, was Bushido damals gesagt hat, immer for real genommen haben und gesagt haben, ja Mann, der Typ ist der mieseste Gangster, Digga. Jeder hat doch auch Angst vor dem gehabt damals, auch die Rapper und so. Keiner hat sich mit ihm angelegt, also da haben die Leute das schon für ernst genommen. Bei einem Kollegen vielleicht nicht so, aber da haben es auch ein paar Kids für ernst genommen. Also ich glaube schon, dass es halt, es macht was aus, Bruder. Es macht schon was aus. Es geht letztendlich nicht darum, wie hart du rappst. Es geht darum, dass wenn ich sage, alte Klingen losten, aber keiner hier verbiegt mein Eisen, dass es wirklich gemeint ist, egal wie schief ich es singe, egal was ich sage. Und wenn du es sagst, das ist einfach Bluff, du hast einfach dein Leben lang gelogen. Ich sage sowieso, und das wird jetzt ein Statement, was vielen von euch auch nicht gefallen wird, aber ich sage sowieso, dass die meisten YouTuber, die Musik machen, realer sind als die Rapper. Ja, Mann. So eine Katja und so. Die sind einfach echt real. Mois auch, der ist echt, der ist real. Mad, echt real. So. Shirin, I don't know, keine Ahnung, habe ich keine Einblicke. So, es gibt natürlich auch ein paar sehr krasse Negativbeispiele, aber, Digga. Weißt du, ich glaube, bei YouTuber sein ist halt auch so, man akzeptiert halt auch einfach, wie man ist, Digga, irgendwann. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Und das hat mir YouTube beigebracht, dass ich irgendwann akzeptiert habe, einfach, wer ich bin. Und dass ich auch ein Typ bin, der sich krass viel inspirieren lässt. Ein Typ bin, der sich auch krass viel prägen lässt. Und dass es dann immer Leute gibt, die sich darüber lustig machen. Guck mal, der nimmt jeden als Vorbild und lässt sich prägen und so. Weißt du, was ich meine? Das habe ich aber akzeptiert. Ich bin auch ein Typ, der öfter mal feier ich sagt, Bruder. Ich bin ein Typ, der 1000-mal gesagt hat, dass er von Mannheim nach Berlin gezogen ist, so. Ich bin ein Typ, der emotional ist, der sentimental ist, so. Und das habe ich jetzt akzeptiert und ich feiere mich so, wie ich bin, Bro. Und dazu muss ich mich nicht verstellen, weißt du so? Das habe ich aber jetzt erst verstanden. Und ich glaube, dieser YouTube-Weg, wenn du dann immer jeden Tag Videos raushaust, die Leute kommentieren, du bist immer in der Öffentlichkeit, der ist halt eine sehr gute Schule schon, um am Ende des Tages einfach real zu sein, einfach so zu sein, wie man ist. Weil man merkt auf YouTube dann einfach so, wenn du es geschafft hast irgendwann, dass die Leute dich als Mensch feiern, wenn die Leute dich als Mensch feiern, so wie du bist, ne, dann kannst du auch nichts mehr falsch machen, dann musst du einfach nur du sein und es läuft dann, weißt du? Entschuldige dich einfach, entschuldige dich bei jedem, den du gedisst hast, Digga. Und entschuldige dich bei jedem Zuschauer, der jetzt gerade zuschaut und nicht mal weiß, wer du bist, Digga. Die mussten sich das hier eine Stunde lang geben. Ich will auch jetzt diese Landsmann-Sache und das gar nicht mit reinziehen. Es geht auch nochmal nicht um diese Landsmann-Sache, sondern wenn ein Kollege sagt, ich bin der Boss in seidenen Mantel, jedes zweite Wort, okay? Wenn ein Sinan sagt, Knast, das ist ein Wort. Wenn ein Loredana sagt, Hanna, okay? So, das sind so Sachen. Wenn ein Lovelock sagt, Booty. Sagt man immer wieder, weil das prägt dein Leben. Das prägt mein Leben, aber im Herzen, Digga. Im Herzen. Stellt euch vor, präge den Mann. Gibt's nicht. Das ist einfach Bluff. Weiß ich nicht. Knast gibt's nicht. Bluff. Und genauso ist bei ihm. Deshalb. Kollege ausgelassen, ne?
Haut's? Was ich sagen soll, in dem Sinne, Salam, Shalom, La Itra'a. Okay, krass. Das war das Statement gewesen, meine lieben Freunde. Ist auf jeden Fall, ja, wie wir es auch sehen von den Zahlen, Trendsplatz 6, 878.000 Aufrufe, 80.000 Likes. Eine Nummer, die gerade extrem viral geht. Ach so, was ich euch noch zeigen wollte ist, natürlich, ich habe ja auch ein kleines Interview mit Asche gemacht, ne? Das habe ich mir gestern nochmal reingezogen. Man bewertet natürlich alles auch aus einer anderen Sicht jetzt dann so. Weißt du, wie ich meine? Geht, ja, Bruder, alles gut? Alles gut bei dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Super, das ist super. Wir sehen uns zum ersten Mal jetzt hier, ne? Ja, Mann. Ich war auch gerade überrascht, wenn du hier warst. Ja. Wie bist du hingekommen? Ach, Bro, die haben mich hier gebucht auch. Ja? Die haben gesagt, mach mal einen geilen Festival. Und ich sag dir ehrlich, ich hab den Bruder gemocht so. Wo ich ihn da kennengelernt habe, ich habe ein sehr gutes Menschenkenntnisgefühl eigentlich und ich habe ihn gemocht, Digga. Ich habe ihn da kennengelernt und der hat mir einen guten Vibe gegeben. Vlog so, quatsch ein bisschen mit den Künstlern, zeig ein bisschen die Vibes hier und so. Endlich haben die mal gecheckt, ne? Ja, ne? Was Sache ist. Ja, 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 genau so. Und, wie gefällt's dir? Sehr gut, ja. Wir sind seit heute... Also entspannter Typ, weißt du, nett, freundlich. Ein bisschen gepennt im Bus. Ihr seht beide einfach gleich halt aus, ja, ne? Ich schwöre dir, ich hab gedacht sogar, der ist jünger als ich ein bisschen. Und dann haben wir uns bis jetzt ein bisschen die Zeit totgeschlagen. Ist doch nicht dein Kanal, doch, das gibt's auch auf meinem Kanal, die haben's aber rausgeschnitten. Aber ist alles gut, ich bin gespannt. Das Wetter ist noch nicht so ganz, ne? Das ist richtig Dings, ne? Du bist richtig NRW so, ne? Von deinem Slang, wo kommst du her? Bochum. Bochum? Ja, ja, okay, Nordrhein-Westfalen, ja. Aber du machst Spiels heute nicht hier, ne? Du bist nur so als Supporter. Ich muss auch ehrlich sagen, ich wäre jetzt zum Beispiel auch jemand, der ein Interview mit ihm machen würde. Wenn er jetzt sagen würde, ey Bro, ich will auf einer Plattform drüber quatschen, so, ich will mich erklären, so, würde ich auch machen. Ich performe mit Kolle einen Song. Ah, okay. Ja, ja. Und ansonsten ziehe ich mir alles rein. Soll ich ihn mal fragen? Hätte mich schon mal auf meine Sachen vor. Mein Album läuft ja gerade, ich mache gerade mein Album. Wir machen den Sampler. Hast du schon einen Namen? Willst du noch nicht sagen? Ja, aber noch nicht, okay. Genau. Aber dieses Jahr noch, ja? Ja, ja, Ende dieses Jahres. Ich glaube, ich frage ihn auch noch seine Herkunft und so, ne? Endlich. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel von dir auf dem Schirm, so. Hab mir noch gar nicht so viel reingezogen, aber es gibt auch noch nicht so viel von dir, oder? Es geht. 3-4 Songs, glaube ich. Ja. Also natürlich aktiv war ich schon, bin ich schon sehr, sehr lange, aber so halt offizielle Releases, ne? Das ist, haben wir bis jetzt 2 offizielle Releases. Und jetzt kommt halt das Große und das... Ich glaube, jetzt gleich frage ich ihn nach seiner Nationalität. Wird eine Auseinandernahme werden. Also du kannst dich darauf einstellen. Was für eine Richtung, Alter? Also, was erwartet uns? Bro, wird hart. Ja? Wird hart. Ich finde, Deutschrap fehlt Härte. Mhm. Absolut Härte. Und ist auch so alles ein bisschen auf Kuschelkurs und so. Und das bin ich nicht. Und genau das werde ich auch in der Mucke spiegeln. Okay. Also willst du ein bisschen Wirbel in die Szene wieder reinbringen, sagst du? Ja, werden wir sehen, ob sich das... Ob das wie alt bist du? 29. Ja, nein, aber er ist überzeugt, dein Bruder, geil. Ja, Bro. Feier ich, Dicker. Wie alt bist du? 29 jetzt. 29? Ja, ne? Ja, Bruder. Geil. Viele in Berlin, ne? Auch Tschetschenen. Ja, ja, voll. Ich weiß, ich kenne die Jungs. Stabile Jungs. Bist du ab und zu in Berlin auch? Ich war das letztes Jahr in Berlin. Warten wir mal ab, Digga. Erstmal Chai trinken. Und ich hatte jetzt die letzten Monate nicht die Zeit dafür. Weil, wie gesagt, wir arbeiten am Album. Ich bin gespannt, Digga. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall, Asche reagiert, Statement von Khatar. Asche reagiert, das ist doch nur Clickbait, wetten? Das ist doch nur, dass er geschrieben hat, dass er seinen Song macht, Alter, wahrscheinlich, gell? What's up? Ja, komm. Ich habe auch keine Zeit mehr, Freunde. Wir haben uns das wichtigste Video haben uns reingezogen. Wenn die Tage nochmal was Spannendes zu dem Thema kommt, dann werde ich auf jeden Fall da auch noch drauf reagieren. Ich fand die Sachen nur, die ich gesagt habe, ich fand die wichtig und ich finde, in der Öffentlichkeit hat bis jetzt so zu dem Thema keiner was gesagt, sondern die haben einfach entweder nicht viel gesagt, gar nichts gesagt oder halt einfach auf ihm auch rumgehackt so. Deswegen fand ich die Sachen, die wir hier auch in unserer Community besprochen haben, sehr nice. Ich finde sowieso, dass wir hier eine geile Community sind auf Twitch. Talk it in, man. Ich werde jetzt, ich muss jetzt los, eine Runde Smash or Pass spielen. Ramu Yazelami, Polo Yazelami, geht auf jeden Fall auf dem Highlight-Kanal, da habe ich auch ein neues Video wieder hochgeladen, Freunde. Bleibt so aktiv, die Zahlen steigen stets. Ich küsse euer Herz, Freunde. Danke schön, dass ihr da wart. Ich werde das jetzt schneiden. Also jetzt talk it out. Ja, talk it out, Bro. Ich muss rüberfahren jetzt. Wir drehen jetzt ein paar Videos bei einem Kumpel. Und ja, Mann. Ich werde es jetzt noch schnell schneiden, hochladen und dann fahre ich rüber, Freunde. Ich küsse eure Herzen. Be unique. Dabei ist alles. Wir sehen uns im nächsten Stream. Morgen sind wir wieder da, Freunde. Ja? Folgt mir auf Instagram, da werde ich immer ankündigen. Korrekt, dass ihr da wart.
Drive it out, man. Visual.